am Ende muss man selber seinen Stiefel machen und was die anderen jetzt sagen, ob die sagen, das ist jetzt toll oder das ist jetzt aber nicht toll, das ist jetzt seriös oder nicht seriös, das ist witzig oder nicht seriös, ist eigentlich, spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Liebe Freunde auf YouTube, mein Name ist Dominik, ich bin Rechtsanwalt und ich freue mich sehr, dass ich heute nach einer kleinen Pause mal wieder mich zurückmelden darf mit einem fantastischen Interviewgast, einen Gast, den man durch nichts ersetzen kann. Er ist Rechtsanwalt, er ist YouTuber, er ist Kabarettist, er ist ein Multitalent und ja, er ist der ultimative Gast hier in diesem kleinen, aber feinen Format. Dominik trifft, herzlich willkommen, Dr. Dominik Herzog, der Rechtsanwalt, der Kanalbetreiber von diesem Kanal. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank, lieber Dominik, dass ich eingeladen wurde. Freut mich sehr. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Was würdest du sagen, ist deine größte Stärke? Meine größte Stärke? Ich glaube, meine größte Stärke ist Empathie, würde ich es mal nennen, dass ich mit Menschen in Kontakt treten kann, bisschen nachvollziehen kann, relativ schnell, wie die ticken, was ihnen so wichtig ist und einfach schnell eine, sag ich mal, eine gewisse Beziehung aufbauen kann. Und das ist, glaube ich, so meine größte Stärke. Macht mir auch am meisten Spaß. Also ich habe einfach Spaß, mit Leuten zu arbeiten. Deswegen bin ich kein, ich wäre kein guter Jurist, der nur im Keller sitzt, sondern ich brauche diesen unmittelbaren Draht zu den Menschen. Und ich glaube, das ist meine größte Stärke. Ja, kann ich so bestätigen. Macht Sinn. Jetzt, du bist hier bei YouTube, hast deinen eigenen Kanal auf YouTube. Warum YouTube? Warum? YouTube ist für mich mein eigener kleiner Fernsehsender, aber ohne Redaktion, die dir reinquatscht, was du sagen musst, und ohne einen Senderchef, der dir sagt, das muss so und so und so sein, weil das interessiert die Leute, sondern ich bin komplett frei, ich kann komplett machen, was ich möchte. Ich kann die Inhalte mir selber raussuchen, ich bin selber meine Produktionsfirma, ich schneide oder trage die Verantwortung für den Schnitt, und das ist einfach die ultimative Freiheit, die man so im Bewegtbildsektor haben kann. Ich habe ja früher beim Fernsehen gearbeitet und deswegen weiß ich ziemlich genau, wie anspruchsvoll das manchmal oder wie nervig das auch sein kann, wenn man viele Leute hat, die mitsprechen. Man sagt, viele Köche verderben den Brei und bei mir gibt es nur einen Koch und der Brei schmeckt ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Okay. Wir wissen, was dein Beruf ist. Du bist Anwalt, aber hast du eigentlich auch so Hobbys? Und wenn ja, was sind deine Hobbys eigentlich? Wie verbringt der Richtsenwild seine Freizeit? Ich sage aber, andere gehen wandern oder fahren mit dem Mountainbike durch die Berge. Ich fahre maximal mit dem E-Bike eine plane Straße entlang. Mein Hobby ist die Bühne, Leute zu unterhalten, auf die Bühne zu gehen. Das ist mein Hobby, zu Auftritten, zu Kabarettbühnen in ganz Deutschland zu reisen und dort so ein bisschen die Sau rauszulassen, die man als Anwalt vielleicht nicht immer so richtig rauslassen kann. Das ist mein Hobby. Ja, jetzt ist ja so, wir sind ja beide, kann man sagen, nicht mehr die Jüngsten, aber die Frage ist bisher, man hat schon einige Dinge so gemacht, wie man sie gemacht hat, manche Entscheidungen getroffen, aber was würdest du in deinem Leben, wenn du nochmal die Wahl hättest, anders machen? Ich würde nicht viel anders machen. Ich würde nicht viel anders machen. Ich glaube, ich würde sogar das Allermeiste wieder genauso machen, wie ich es bisher gemacht habe. Ich würde vielleicht den einen oder anderen Fehler irgendwie streichen. Vorausgesetzt, ich hätte jetzt schon das Wissen, was ich sozusagen, also ich hätte das Wissen damals schon gehabt. Ne? Also verstehst du, was ich meine? Aber ansonsten würde ich, glaube ich, würde wieder Jura studieren, ich würde auch wieder wieder YouTube-Videos machen, ich würde auch den gleichen Quatsch machen. Ich würde eigentlich ziemlich genau das Gleiche wieder machen. Das ist ja das Schöne, ich mache das, was ich machen will. So. Insofern gibt es da nichts großartig zu verändern. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Du nimmst deine Videos ja, glaube ich, normalerweise bei dir in deiner Kanzlei auf, aber wo bist du denn grundsätzlich sonst so gerne? Ich bin gerne am Wasser, ob das jetzt ein See ist, ob das das Meer ist, ein Fluss. Ich bin gerne am Wasser. Ich bin auch mal ganz gerne im Wald, aber eigentlich bin ich lieber im Wasser und ich bin gerne in Bayern, bin aber auch gerne in den USA, bin auch gerne in Italien oder Frankreich. Kroatien, Schweden, wenn es sein muss. Also ich bin eigentlich überall ganz gerne. So. Aber vor allem jetzt bin ich gerade gerne hier. Du bist bis hierher schon sehr, sehr weit gekommen. Aber was kommt noch? So, wo stehst du in 10 Jahren? Boah, das ist eine gute Frage. Man sagt ja immer, man überschätzt, was man in einem Jahr machen kann, aber man unterschätzt, was man in 3, 5, 10 Jahren machen kann. Ich glaube aber, dass ich am Ende in 10 Jahren genau das Gleiche, was ich jetzt auch mache. Ich werde in irgendeiner Weise als Anwalt tätig sein, ob jetzt Vollzeit oder Teilzeit oder nur nach außen hin, keine Ahnung. Aber ich werde in irgendeiner Weise als Anwalt weiterhin tätig sein. Das ist das, was ich machen will. Und ich werde in irgendeiner Weise die Menschen unterhalten. Ob das jetzt YouTube sein wird oder ob das der
Nachfolger von YouTube sein wird oder ob das irgendwie ein anderes Medium sein wird, ich weiß es nicht, aber am Ende ist das das, was mich ausmacht und wo ich auch irgendwie, es wird immer der Spagat bleiben zwischen irgendwie einem halbwegs ernstzunehmenden Anwalt, mehr oder weniger, und jemandem, der gern vor Leuten ist, mit Leuten ist, Leute unterhält, Leute zum Lachen bringt. Ja, das wird es auch in 10 Jahren sein. Ich bin gespannt. Du bist ja, wie gesagt, jetzt schon unfassbar erfolgreich in vielerlei Hinsicht. Ja, das ist richtig. Das hast du ganz hervorragend festgestellt. Ich bin sehr, sehr erfolgreich und auch viel erfolgreicher als viele andere in meinem Alter oder meiner Position. Das ist, ja, das ist einfach, das ist Fakt. Was wären so für die Zuschauer zu Hause jetzt irgendwie so 3 Tipps? Wie werde ich erfolgreich? Was kann ich mir von Richtzenwild, von Dr. Dominik Herzog abschauen? Wie komme ich dahin, wo ich hinkommen möchte? Was würde ich für 3 Tipps geben? Dir ein Ziel zu setzen, ist mal, glaube ich, der wichtigste Tipp. Wenn man kein klares Ziel hat, dann weiß man nicht, in welche Richtung man rennt. Oder man sagt so schön, der Kapitän, der das Ziel nicht kennt, der wird zwar irgendwie mit seinem Schiff übers Meer fahren, aber wird nie da ankommen, wo er ankommen möchte. Insofern, klares Ziel, geduldig sein, das ist das, was mir wahrscheinlich mit am schwersten fällt, dass man einfach auch mal in Richtung läuft, in Richtung seines Ziels, aber nicht genau weiß, wie lange es noch dauert, bis man da ankommt. Und da durchzuhalten, das ist, glaube ich, das, was wirklich die Erfolgreichen von den nicht so Erfolgreichen unterscheidet. Also geduldig sein und dranbleiben. Und vielleicht der 3. Tipp, sich nicht so sehr auf die anderen zu konzentrieren. Ich habe mal ein Interview gelesen mit diesem Schwimmer Michael Phelps, der immer so einen Tick schneller war. Er hatte wohl offensichtlich eine sehr gute Physiognomie, aber er hatte auch den entsprechenden Willen und er hat sich in den entscheidenden Momenten auf sich konzentrieren können und nicht auf die anderen. Weil in dem Moment, wo du dich auf die anderen konzentrierst, verlierst du Zeit, verlierst du Momentum, Energie, also besser auf sich selbst zu konzentrieren. Es fällt nicht immer leicht, aber am Ende muss man selber seinen Stiefel machen und was die anderen jetzt sagen, ob die sagen, das ist jetzt toll oder das ist jetzt aber nicht toll, das ist jetzt seriös oder nicht seriös, das ist jetzt witzig oder nicht witzig, ist eigentlich, spielt eigentlich keine Rolle. Ja, Wahnsinn, super. Ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Ja, das war's schon. Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Dominik trifft, den Rechtsanwalt. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, viel Erfolg dir weiterhin in deinem YouTube-Channel. Ja, ja, ich kann es nur noch mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte beide Daumen hoch und ja, wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin, euer Dominik.